Unter dem Motto "Und raus bist du" wird es am Equal Pay Day 2014 um Minijobs und Teilzeit nach Erwerbspausen gehen. Ein Ursachenkomplex, der wesentlich zu der Entgeltlücke von 22% zwischen Frauen und Männern beiträgt. Beim Equal Pay Day 2012 ging es um Tarifverträge und Individualvereinbarungen, die weiblich dominierte Berufsgruppen geringer bewerten als solche mit überwiegend männlichen Beschäftigten. Hier haben wir deutlichen Handlungsbedarf festgestellt. Die Arbeitsbewertung ist leider nicht geschlechtergerecht. Weibliche Erwerbsarbeit wird nicht nach objektivem Wert honoriert, sondern nach wie vor als ein Hinzuverdienst zum Einkommen des Haupternährers. Als konkrete frauendominierte Branche haben wir beim Equal Pay Day 2013 exemplarisch die Gesundheitsberufe in den Blick genommen. 80% der Beschäftigten dort sind weiblich. Obwohl diese Berufe eine hohe Verantwortung und qualifizierte Ausbildung erfordern, ist die Entlohnung geringer als in gleichwertig männerdominierten Ausbildungsberufen. Mit dem neuen Schwerpunktthema nehmen wir nun 2014 eine dritte wichtige Ursache der Entgeltlücke in den Fokus, die familienbedingte Erwerbspause, wobei wir unser Hauptaugenmerk auf den Anschluss nach der Pause legen wollen. Wie geht es weiter, wenn die Pause zu Ende ist? Business as usual mit den zu erwartenden Aufstiegschancen für junge Frauen oder Abstellgleis in kleiner Teilzeit oder Minijobs? Als stellvertretende Abteilungsleiterin zuständig für Gleichstellung und Chancengleichheit im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend habe ich nun im zweiten Jahr, und darüber freue ich mich sehr, die Gelegenheit, die EPD-Foren zur Vorbereitung des Equal Pay Day 2014 zu begleiten und Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich denke, und davon bin ich wirklich und wahrhaftig überzeugt, dass wir uns alle einig sind, dass die Thematik gleiche Bezahlung von Frauen und Männern für gleichwertige Erwerbsarbeit nach wie vor und am besten noch verstärkt ganz starkes, aktives Handeln von allen politischen und gesellschaftlichen Akteuren erfordert. Glücklicherweise haben immer mehr Arbeitgeber erkannt, wie wichtig Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger sind. Und wahrscheinlich haben Sie auch gelesen, dass erst Anfang dieser Woche der DIHK eine neue Initiative zur Fachkräftesicherung gestartet hat. Und ich möchte hier wörtlich zitieren, weil ich den Satz so schön finde. Ich zitiere: Die Gruppe der Berufsrückkehrerinnen ist aus unserer Sicht ein Schatz, der gehoben werden sollte, sagte immerhin der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Achim Derks. Und wir freuen uns über diesen Satz, der für uns so gar nichts Neues ist. Zunächst einmal konnten wir sehen, dass die Anreizstrukturen des Instruments Minijob vor allem verheiratete Frauen anziehen. Das heißt, aufgrund der mangelnden Brückenfunktion wird durch die Anreizstrukturen des Minijobs die Ehe indirekt und ungewollt zu einem Risiko im Erwerbsverlauf von Frauen. Die Ehe zu einem Risiko im Erwerbsverlauf von Frauen. Die Ehe steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Wir können weiter sehen, dass Minijobs branchenunabhängig ausgeprägte Klebeeffekte entfalten, sodass die Mehrheit der Frauen mit Minijob pur mehrere Jahre im Minijob bleibt und der Minijob für sie zur Dauererwerbsform wird. Und das sollte er eigentlich gar nicht sein. Wir sehen auch, dass die Mehrheit der Frauen im Minijob im Anschluss arbeitslos, in Umschulung oder aus dem Arbeitsmarkt ausgestiegen sind. Minijobs haben also nicht die Wirkung einer Brücke in ein reguläres, existenzsicherndes Beschäftigungsverhältnis. Das Instrument hat zweifelsfrei nicht funktioniert. Im Gegenteil. Für Frauen mit längerer Minijob-Tätigkeit wird die Chance auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erheblich reduziert. Und insofern hat der Minijob erhebliche dysfunktionale Effekte. Er bewirkt das Gegenteil dessen, was er eigentlich bewirken sollte und was ihn eigentlich legitimiert. Und nicht nur nach dem Minijob, sondern auch in späteren Phasen der Erwerbsbiografie hat der Minijob eine fortwährende Bremswirkung. Das heißt, die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern durch die Klebeeffekte des Minijobs
geht während der aktiven Zeit des Minijobs erheblich auseinander. Wir kennen die Einkommen von Frauen, die im Minijob sind, die Stundenlöhne. Und Frauen mit Minijob-Vergangenheit haben in den Einstellungsgesprächen eine sehr schlechte Verhandlungsposition und bekommen ein deutlich schlechteres Entgelt als jene Frauen, die vorher keinen Minijob hatten. Das wissen wir auch. Das heißt, die Entgeltkluft wird im weiteren Erwerbsverlauf für Frauen mit aktuellem Minijob und danach für Frauen mit Minijob-Vergangenheit immer größer. Und wir wissen, dass der aktuelle Gender-Pension-Gap bei 59% besteht und der wird, wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, weiter wachsen. Das, wozu ich Sie animieren möchte und wofür ich Sie begeistern möchte, ist eben am Equal Pay Day oder in den Tagen davor, wir sagen den Zeitraum vom 8. März bis zum 21. März, möglichst viel sichtbar Aktionen zu machen, auf die Straße zu gehen, in öffentlichen Plätzen, Räumen aktiv zu werden, denn ich glaube, es ist jetzt sehr deutlich geworden, dass wir Frauen jetzt selber mal deutlich machen müssen, was wir wollen und dass wir mit der Einkommenslücke, so wie sie besteht, nicht länger einverstanden sind, dass wir sehr wohl wissen, dass die Einkommenslücke ihre Gründe hat und dass wir die uns sehr wohl getrennt vornehmen können und sagen können, da und da hätten wir gerne Veränderung. Mein Ziel war, ich sag mal, unterstützende Maßnahmen anzubieten. Und eigentlich war mein Ziel, aber irgendwas in den Köpfen zu verändern. Weil irgendwie, das sitzt alles zwischen den Ohren, vielfach letztlich. Und in der persönlichen, praktischen Lebenssituation. Eigentlich ist mein großes Ziel, die Zahl der Kolleginnen, die Familie gründen, möglichst in der Bank zu behalten. Wir haben, als ich anfing, meistens sind die 3 Jahre weg, dann kommt noch das zweite Kind, dann ist die Karriere meistens noch gelaufen, keiner erinnert sich mehr so richtig, die Chefs haben 3-mal gewechselt, dann wird es schwer. Also alles, was wir hier machen, ist eigentlich, um Kolleginnen an die Bank zu binden, damit wir sie nicht verlieren unterwegs oder damit es irgendwie weitergeht. Die Beobachtung im Moment ist, dass es dazu führt, dass viele Kolleginnen statt dann 3 Jahre wegzubleiben, planen die jetzt mit einem Jahr. Wollen alle nach einem Jahr wiederkommen, meistens mit 2-3 Tagen die Woche und dann weiter aufbauen. Worauf basiert das Ganze? Das Ganze basiert auf den Zahlen zum Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen, die wir jährlich im Statistischen Bundesamt ermitteln. Das sind 22% aktuell. Wenn man jetzt eben einen Equal Pay Day durchführen möchte, da braucht man ein Datum. Wie kommt man auf dieses Datum im nächsten Jahr, 21. März? Nun ja, ist es schlichtweg 22% auf das Jahr geschlagen. Wenn man also seine 365 Tage nimmt und davon eben die 22%, der Tag, an dem die zutreffen, das ist im nächsten Jahr der 21. März, da hat man ein Datum für seine Kampagne. Wenn man dieses Datum jetzt zusätzlich noch interpretieren möchte, dem Ganzen noch eine zusätzliche Bedeutung geben möchte, bieten sich 2 Interpretationsmöglichkeiten an. Entweder kann man sagen, am 21. März, das ist der Tag, an dem mit den momentan vorliegenden Verdienststrukturen die Männer anfangen zu arbeiten, während die Frauen bereits seit dem 1.1. arbeiten. Und am Ende des Jahres kommen sie beide mit dem gleichen Geld raus. Interpretationsmöglichkeit 1. Interpretationsmöglichkeit 2 wäre, wir unterstellen jetzt mal, Männer und Frauen verdienen das Gleiche pro Stunde. Dann ist der 21. März der Tag, bis zu dem Frauen arbeiten, aber gar nichts bekommen. Die Männer arbeiten auch schon und bekommen bereits diesen Stundenlohn und ab dem 21. März bekommen auch die Frauen exakt diesen Stundenlohn. Dann haben sie am Ende des Jahres nicht das Gleiche, aber haben pro Stunde, wenn sie bezahlt wurden, das Gleiche verdient, aber die Frauen eben nicht das ganze Jahr über. So interpretiert man diesen Tag und begeht ihn währenddessen. Auch für Ältere ist es problematisch, das wissen wir alle. Trotzdem traut die Politik sich offensichtlich nicht. Wir haben deswegen dieses Modell entwickelt, was Sie in dem kleinen Flyer ja auch nachlesen können. Und wir haben gesagt, wir wollen möglichst an bestehende Regelungen anknüpfen. Wir wollen also jetzt nicht was komplett Neues erfinden, sondern wir knüpfen an bestehende Regelungen an, sodass es auch für die Politik leicht ist, diesen Schritt zu tun. Das heißt also erstmal, wir verlängern die bestehende Gleitzone nach vorne, sodass also damit sichergestellt ist, es gibt ab dem ersten Tag eine soziale Sicherung. Zweitens, wir heben das Steuerprivileg auf, weil nach unserer Einschätzung das Steuerprivileg der eigentliche Kern der Minijobfalle, der Minijobmauer ist.
Das heißt also, ohne die Aufhebung dieses Steuerprivilegs, was auch bei uns umstritten war, kommen wir von dem System nicht runter. Wir wollen aber praktisch als Erleichterung, insbesondere für Ehepaare, wo sich dieses Problem ja stellt, dieses sogenannte Faktorverfahren verpflichtend einführen. Auch da haben wir den Vorteil, das Faktorverfahren gibt es bereits. Der Unterschied ist eben nur, dass es in Zukunft verpflichtend sein soll. Das Faktorverfahren hat den Vorteil, dass die Ehepaare nach ihrem tatsächlichen Einkommen besteuert werden und nicht nach der unsinnigen Steuerklasse 3 und 5, ohne dass wir jetzt an dem Ehegattensplitting selber etwas ändern. Das wollen wir langfristig als DGB eigentlich auch, aber wir wissen, dass das ein erheblich dickeres Brett ist, was wir da bohren müssen, sodass wir sagen, das Faktorverfahren ist sozusagen die erste Stufe. Diese Wiedereinsteigerinnen sind sehr unterschiedlich in ihren Lebensbedingungen, aber auch in ihren Wünschen und in ihren Vorstellungen. Ich stelle immer fest, die größte Gemeinsamkeit ist oft das geringe berufliche Selbstwertgefühl. Es ist, glaube ich, weniger die Gefahr, dass flächendeckend alle möglichen Berufsgruppen, Tätigkeiten, Menschen, die in verschiedener Form arbeiten, in Altersarmut geraten, sondern dass es ganz spezielle Gruppen sind, die da von einem hohen Risiko betroffen sind. Und das sind allerdings Gruppen, die eben nicht so regelmäßig sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Und insbesondere Gruppen, die, von einer Gruppe ist die ganze Zeit schon die Rede, die über längere Zeit in Minijobs oder in einer anderen nicht sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit arbeitet. Es sind ja nicht nur die Minijobs, die nicht sozialversicherungspflichtig sind als Erwerbstätigkeit, sondern gerade auch die Gruppe der Selbstständigen, zumindest vieler Selbstständigen. Es gibt natürlich einige wie Rechtsanwälte und Ärzte, die sind alle gut abgesichert, ohne Frage. Aber es gibt eben auch sehr viele Selbstständige, die so an der Grenze auch manchmal zwischen Minijob und Selbstständigkeit arbeiten und die sind nicht abgesichert. Einige Kollegen sind auch in Teilzeit beschäftigt, haben einen Tag die Woche frei. Das beobachte ich auch mit Interesse und regt meine Gedanken an. Und insofern ist gerade dieser Aspekt, dieser Work-Life-Balance, die der Generation Y sehr wichtig ist, auch ein Stück weit in meinen Fokus gerückt oder auch in den Fokus von anderen älteren Kollegen. Und die Herausforderung für mein Unternehmen und auch für mich als Führungskraft ist es, eben genau zu schauen, wie kann man diesem Bedürfnis nach einem Teilzeitmodell oder nach einer Work-Life-Balance dann auch in einem Unternehmen entsprechen, weil es ist einfach da. Und da müssen wir einfach schauen, Risiken abwägen, Chancen abwägen und die Infrastruktur in einem Unternehmen schaffen, das dann auch zu ermöglichen.